Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear und insbesondere schönen guten Abend an den gesamten Chat. Freut mich, dass ihr alle da seid. Ich wollte diese Folge mit einem kleinen Gedicht, was ich für euch vorbereitet habe, mal beginnen. Ich hoffe, ich kriege es gut hin. Es ist länger und ich hoffe, es gefällt euch. Wollen wir mal gucken. Das ist... ist jetzt wieder nicht ganz einfach. So. Das Gedicht heißt, hier anfangen zu lesen. Im September 2015 gab es das hier schon einmal. Meine Worte und die Show waren damals phänomenal. Wer kann sich daran noch zurückerinnern? Wer war damals dabei, als ich anfing zu wimmern? Mit Welcome, please lend me your ear, lockt ihr euch in den Stream. In mein Revier. Ja, ein Gedicht von One wurde anfangs vorgetragen. Danach wollte ich den Stream sogar kurzfristig absagen. Aber das entpuppte sich zum Glück nur als kleiner Joke vom Dichter. Daraufhin fingen wir an und löschten wie gewohnt die Lichter. Wir starteten das Spiel und ich wankte mich von Raum zu Raum. Erschrocken hatte ich mich damals kaum. Ich war standhaft wie ein alter Baum. Okay, wie ein Gummibaum oder wie Palmen im stärksten Sturm. Am Ende wimmerte ich dann doch wie ein kleiner Wurm. Denn auch damals, wie heute, rannte ich in den ein oder anderen Jumpscare, den ich nicht kannte. Entdeckte Briefe und Zettel mit der grausigen Story. Ich hatte Probleme beim Öffnen der Aktenschränke. Ach Quatsch, das war Homesick, sorry. Aber die Zutaten für das Porträt, die entdeckte ich alle. Zumindest die im Spiel integrierten, wie Haut, Blut, Knochen, Haare, in jedem Falle. Und am Ende wunderte ich mich, wie, ist es vorbei? Da war es in der Beta erstmal aus mit der Malerei. Und nun kommt der Punkt, zu dem ich die ganze Zeit etwas sagen wollte. Stellt euch vor, wir sind heute an der Stelle, an der damals das Ende heranrollte. Heute sehen wir zum ersten Mal, wie das Spiel nun weitergeführt wird. Und ihr seht mich, euren Welkwai, der konfus und verängstigt durch die Gänge irrt. Zum Glück konnte ich noch meine Grafik für den Scare-Counter erweitern, denn ich denke, ich werde heute sehr oft an den neuen Jumpscares scheitern. Nun aber los, wir wollen nicht nochmal Zeit verlieren und ich hoffe, meine Nachbarn über mir werden heute nicht noch den Boden laminieren. Das würde zu sehr meine Nerven strapazieren. Dann muss ich wieder mit dem Strahl aus der Dusche die Schläfen massieren. Wenn draußen besoffene Kids mit Böllern werfen und gegen mich rebellieren. Aber ich will es ja gar nicht demotivieren. Ich sehe, der Chat fängt schon an zu stagnieren. Los, amüsiert euch. Oder muss ich erst ein rhythmisches Ritual zelebrieren? Ah, jetzt fange ich schon an, Filmzitate zu zitieren. Wann hör auf zu dichten. Viel lieber will ich jetzt den hohen Puls beim Spielen riskieren. Daher werde ich mal eben die Stimmbänder schmieren. Hm? Moment. Hier muss noch was wegradieren. So, fertig. Ah, nee, das Icon vom Desktop wollte ich noch kurz kopieren. Dann einen Doppelklick machen, um das Spiel zu initialisieren. Sehr schön. So, nun kann es losgehen. Nun wollen wir mal durch die Räume marschieren. Ach, und der Chat, der darf nun für One applaudieren. Hier aufhören zu lesen. Danke, One. Geiles Gedicht. Ich hoffe, das war so in deinem Sinne. Ich gehe davon aus. Ich fand es gar nicht so schlecht. Vorgetragen war nicht. Also geschrieben war super, muss ich sagen. Applaus, Applaus. Genau, ich klatsche auch mal mit. Ja, und er hatte ja auch für das erste Layers of Fear, hat er mir auch schon ein Eröffnungsgedicht geschrieben. Und den klatsch mal für wann. Ich kriege von ihm gerade Daumen hoch. Das reicht mir. So, und ansonsten gehört der Applaus dem werten Kollegen. Safi-Text, zwei kurze Verhaspler, aber dafür war es auch an den Stellen, wo es so sein sollte, wahrscheinlich locker genug gelesen, denke ich mir. Das war echt klasse. Ja, das ist immer komisch, wenn man was vorlesen muss, wo man sich selbst durch den Dreck zieht, aber ist okay. Und insofern können wir denn jetzt auch gleich mit Layers of Fear durchstarten. Ja, voilà, der Chat ist jetzt auch da. Und danke, Pandoron. Boah, ja. Run for Reimident. Reimident ist geil. Hey, der Kaiser ist auch da.
Flo, du hast gerade ein Gedicht verpasst, aber das kannst du dir nochmal auf. Aber schön, dass du da bist. Das kannst du dir auf YouTube angucken. Hallo YouTube, es ist 19.17 Uhr, genau. Okay, so, ich habe nochmal bis zu diesem Raum gespielt. Ich musste da durch ein, zwei Türen und ein paar Schränke öffnen. Ich habe das Spiel für euch heller gemacht. Gamma ist auf irgendwie 1,3, ist wahrscheinlich 30% heller. Zumindest als bei mir. Und hier gibt es irgendwie mittlerweile ziemliche Erdbeben. Ich möchte trotzdem noch mal gucken, ob ich hier nicht irgendwas finde. Ich habe mal geschaut, also so, dass ich mich nicht spoilern lasse. Aber diese komische, diese Leiter, diese Bibliotheksleiter hat mir keine Ruhe gelassen. Und das soll wirklich so sein. Ich habe es aber nicht gesehen. Nee, ich sitze im Keller, Flo. Deshalb ist das so dunkel. Die Leiter kann man angeblich wegschieben. Ich habe jetzt kein Video gesehen, wo das jemand gemacht hat, aber einfach gegenlaufen, so wie ich es gemacht habe, und gegendrücken. Genau in die Richtung. Und das hat bei mir nicht funktioniert. Naja. 30% heller und 110% mehr geile Lyrik. Ja, genau. So, dann gehen wir mal hier rein. Und ab hier kenne ich das Spiel nicht mehr. Gar nicht. Okay. Hier ist doch irgendwas aufgegangen gerade. Eine Tür. Das Ende hier gefällt mir nicht. Ich werde mich bestimmt gleich verjagen. Ach nee, da ist eine Tür. Okay, krass. Krass. Ich komme jetzt hier oben raus. Wie abgefahren ist das denn? Igitt, habt ihr das gesehen? Das hat mir gar nicht gefallen. Was? Okay, jetzt ist hier ein Bücherregal neben mir. Geht die Tür da wieder auf? Könnt ihr mal aufhören damit? Ich werde mich gleich ganz übel verjagen irgendwo. Jetzt ist es hier mal echt dunkel. Ich bin so dicht und möchte nicht, dass der Will springt mir in mein Gesicht. Die Bücher in der Wand dort stehen. Ich kann das Grauen kommen sehen. Drum sage ich euch, ihr lieben Leute, der Well erschreckt sich dennoch heute. Danke schön, Flo. Schön gemacht. Rufen wir nochmal 363 an. Okay. Hier keine neue Nummer auftaucht, weiß ich gar nicht, wo ich anrufen soll. 666 vielleicht. Wir können ja mal 636 versuchen. Vielleicht müssen wir es umdrehen. Obwohl 363 umgedreht ist, immer noch 363, ne? Das ist echt unangenehm hier. Ja, aber wo soll ich denn jetzt hin? Ich kann doch hier nicht einfach runterspringen. Kann ich hier runterspringen? Oh. 853. Dann rufen wir da nochmal an. Na toll. Oh.
Super. Oh, toll. 1a. Das ist interessant. Ich war eben noch da vorne. Und irgendjemand hat ja das Bild umgeschmissen. Und so wie das aussieht, war ich das. Und das sieht mir nach einer 3, 6, 4 aus. Ey, komm, nicht so. Das löst nichts, hat es nie, wird es nie. Das zählt das? Oh Mann. Mann. Was war das? Ich kriege hier nichts mit. Ich muss dann mal gucken, ob das gezählt hat. Ich glaube, das zählt, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Haben mich nicht richtig verjagt. Ich habe nur ein Geräusch gemacht. Wie das zählt. Ach Mensch. Ja, Ron, dann walte mal deines Amtes. Was, so, okay, Sekunde, ich muss mal eben, weil beim ersten Mal kriegt meine Uhr. Oh, doch, kriegt es ja mit. Geil, es funktioniert ja. Sehr schön. So, wo muss ich denn jetzt hin? Vielleicht durch das Bild durch? Nee. Kann ich hier runterspringen oder sterbe ich dann? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich will gucken, ob ich hier oben nicht irgendwie eine Schublade aufkriege. Also. Ich hab mal, du hast aber nicht geflucht, du bist zusammengezuckt. Nee, ich hab auch nicht zusammengezuckt, ich hab nur gemacht. So. Hohoho, hab ich gemacht. Wollen wir hier mal runterspringen einfach? Machen wir das? Das geht ja wirklich. Springen, springen, springen. Das sieht ja schon mal albtraummäßig aus, wieder da oben. Ich werde mich ja trotzdem umgucken, aber ich. Boah, die Geräuschkulisse ist echt übel laut gerade. Es ist alles so in schwarz-weiß gerade. Also es ist, für mich ist es echt relativ dunkel. Und ich will an diesen Schrank daran. Da ist bestimmt irgendetwas drin für mich. Ach komm, lass mich da noch. Irgendwas liegt davor, aber ich kann es nicht sehen. Und ich kann ja auch nicht springen. Also, ich musste feststellen, dass es haben Leute geschafft. Ich glaube, da, wo ich erst 5 Zeichnungen hatte, irgendwie schon 12 Zeichnungen zu haben. Da gibt es ganz interessante Sachen. Eine Sache hatte mich geärgert. Wie gesagt, einmal diese Leiter, die Kamera wo wegschieben, das ging bei mir aber nicht, wirklich nicht. Und dann gab es doch diese Szene vor diesem Kinderzimmer, wo sich alles gedreht hat, war doch draußen im Flur ein Schrank, der war verschlossen. So, dann bin ich ins Kinderzimmer gegangen, bin danach raus und bin aber von da aus dann, glaube ich, ins Atelier. Nachdem man aus dem Kinderzimmer raus ist, obwohl man da keinen Schlüssel gefunden hat, soll plötzlich der Schrank wie von Geisterhand auf sein. Ja. Und da wäre halt was drin gewesen. Deshalb will ich irgendwie an diesen Schrank daran. Aber das wird nicht gehen, denke ich mir. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Ich habe ja auch nie auf einen Anspruch auf Vollständigkeit hier erhoben. Was ist denn das da? Nur eine Pflanze, okay. Nee, hier ist Wand nur und hier liegt auch nichts drin. Ich möchte lieber ein bisschen genauer gucken dieses Mal. Na super.
Danke für die Farbe. Es fehlen, glaube ich, Zimmerlampen. Hier waren vorher mehr. Das wird sich doch jetzt wohl nicht wiederholen. Jetzt muss ich zwangsläufig nochmal in die Schubladen reingucken, ob hier irgendwas ist, was ich mitnehmen kann. Vielleicht hat sich ja hier was verändert. Das ist bestimmt nicht derselbe Raum, auch wenn es so aussieht. Muss es ja nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde mich hier irgendwie gleich richtig verjagen. Das Buch geht immer noch. Es wird etwas anders passieren. Nee. Wer wollte mich denn verarschen? Hätte ich da vielleicht gar nicht runterspringen dürfen? Wenn sich das jetzt gerade alles wiederholt, würde ich das schon komisch finden. Ist hier wieder eine Ratte drin? Ja. Das ist derselbe Zeitungsartikel über dieses Babyface. Ach, guck mal, diesmal kriege ich die Seite nicht auf. Dann gucken wir doch der Vollständigkeit halber mal unten rein. Aha. Ich hätte wohl nicht runterfallen dürfen. 853364 steht da drüben. Moment, ich habe da drüben noch einen Klingel. Oh, habt ihr das gesehen? Ich höre hier noch ein Telefon. Kann ich denn hier zurückgehen? Nee. Gut, dann gehen wir da mal rein. Gehen wir da noch mal ran? Ja, ja. Die Türen kosten Geld, ja. Okay, das muss ich sehen, dass ich hier irgendwie anders weiterkomme. Jetzt hängt hier wieder das Bild, durch das ich nicht durchkomme. Und ich darf nicht runterfallen. Ich werde da irgendwie nach oben müssen. Aber wie? Er muss doch irgendwas... Es ist wieder das Telefon da drüben. Aha. Okay, 354. Das Baby ist doch ganz am Anfang runtergefallen. Jetzt eine Handvoll Woodframes. Ja, das wäre sehr schön. Oh, es ist ein anderes Bild geworden. Ich glaube, ich sollte mich hier erstmal weiter umschauen. Dann passieren vielleicht nochmal Dinge. Ich glaube, das lebt gerade davon, dass ich mich hier ein bisschen weiter umschaue. Oder ich gehe hier nochmal rein. Ah, 354. Also man muss es schon mit Geduld spielen, ein bisschen. Toll, nichts passiert, außer dass ich... jetzt bin ich aber gleich ganz weit nach oben gekommen. Oh, jetzt kommt so ein unter so ein niederfrequentes Brummen gerade hier. Hau, 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 hau. Krass.
das nenne ich mal Mobiltelefon. Das war mal wirklich mobil. Das mit der Farbe sieht schwierig aus hier. Was ist denn jetzt schon wieder runtergefallen? Toll. Wahnsinn. Oh, ey, dieses. Boah, irgendwann kann ich kein Telefon klingeln mehr hören. Auch wenigstens ist es wieder hell. Ich bin da gelandet, wo die Puppe runtergefallen ist. Tja. Tja, was soll ich dazu sagen? Ärger mit dem Telefonanbieter. Okay, hier ist auf alle Fälle jemand sauer mit mir. Oder ich hab Hallus und ich bin sauer mit mir. Moment, was war denn da vorher mal drauf? Bevor deine Telefonnummer drauf war. Nee, da kann ich nichts mitmachen. Hier ist jetzt auch vorbei. Ich muss hier wahrscheinlich wieder raus. Dieser Schrank ist umgefallen. Liegt denn hier irgendwas Aufnehmbares? Nee. Machen wir mal Licht aus. Vielleicht. Und sehen dann was? Könnten wir eigentlich mal testen, ne? Oder? Machen wir mal eben Licht aus. Naja, okay, gut. So richtig dunkel wird es auch nicht. Ich will nur ganz kurz nochmal gucken, wegen dem Umschlag da. Aber ich kann doch. I needed something to Oh! add the, how should I put it? Final touches. Finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Wofür denn zum Geier einen Finger? And Error. Trial and Error steht da drauf. Trial and Error. Die erste Telefonnummer. Aber das Bild gab es. Ja, okay, aber das Bild gab es doch vorher auch schon ohne die Telefonnummer, ne? Da war aber nichts drauf zu sehen, ne? Das war nur ein. Eigentlich wollte ich gucken, ob ich diesen Briefumschlag noch lesen kann. Moment, hier war doch eben gerade. Ja, okay, gut. Nach wie vor nur die Flaschen. Was will man denn mit einem Finger? Finger soll nicht im Backofen. Ja, logisch. Oh, das sieht aber immer schlimmer aus hier, oder? Ja, wie gesagt, diese Wand könnte eindrucksvoll aussehen. Ich weiß auch nicht, wo hier noch welche sein sollen. Jetzt wächst dieses schwarze Zeug wächst hier schon rein, dass ich nicht mal mehr meine Schubladen richtig aufkriege. Der ganze Raum löst sich auf. Was mir aufgefallen ist, ich hatte, als ich in der Beta gespielt hatte, war ich am Anfang, war ich irgendwann mal in, ich glaube, so eine Art Dachbodenraum. Da standen vier Staffeleien und sofern man zur ersten hingegangen ist, fielen die alle um. Und dann waren Ratten und dann kam Feuer oder sowas. Das habe ich gar nicht gehabt. Bei mir gibt es Gurken. Bei dir gibt es auch immer Gurken, Ryan. Du bist doch der Gurkenstream. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist nichts mehr.
Ja, dann klicken wir das Ding hier mal an. I used to hate you, even now. Lost alone hopeless. You must feel finally released. You always will be the quintessential part. There's still a way. Ich hab dich gehasst, selbst jetzt. Du musst es spüren, verloren, allein, hoffnungslos, endlich verstanden. Du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Ja. Ich male meine Frau. Irgendwie recht eindeutig. Trägt sie eine Brosche? Sieht so aus, ne? Ja, ganz fertig ist sie hoffentlich noch nicht. Es geht vielleicht auch noch hübscher. Ja, da ist der Finger. Ich frage mich, was die letzte Zutat ist. Ein Herz vielleicht. Du verteilst Puddings im Chat. Trial and Error. Ja, dann wollen wir mal auf zum Endspurt, ne? Schaden einmal dran zu rütteln. Lichtschalter gibt es hier jetzt nicht, ne? Nee. Hier möchte ich ja gerade noch nicht. Ist hier jetzt eine Tür drin oder nicht? Wir gucken, machen erstmal die Tür da vorne auf. Was? Er liest deine Nachrichten einfach nicht? Wieso? Was hast du denn geschrieben? So, schreib doch mal Well mit rein, dann sehe ich es vielleicht auch, falls dann bei mir rot wird. Wurde bei dir auch der Follow ignoriert? Ach so, nee, ich habe nur kein Geräusch bekommen. Sonicam 35, danke für dein Follow. Ich weiß nicht, warum ich kein Geräusch kriege gerade. Ja, wo gehe ich denn rein? Jetzt bin ich echt überlegen. Ich glaube lieber hier, wo es offen ist. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann betrachte ich die hier jetzt um und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.